Yo guys, what's up? The Blue Gangster is back with the fifth part of Final Fantasy 13 2. Viele Leute fragten sich bestimmt schon etwas länger, wenn sie meine Videos schauen, weil so viele Zuschauer habe ich jetzt auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Wenn es ein deutsches LP ist, warum fängst du dann immer auf Englisch an? Es ist einfach so ein Tick von mir, es ist mein Fire-Up-Starter, es gehört einfach dazu. Ich könnte das irgendwie gar nicht auf Deutsch, es ist so eine Art Tradition von mir geworden, selbst wenn es ein deutscher LP ist und jeder sich denkt, hä, da steht doch Deutsch, warum fängt der auf Englisch an? Es ist einfach so, wie mein Ohio-Gosamas-eigene Sprache einfach, nicht auf Tschechisch, nicht auf Slowakisch, auch nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Es gehört einfach dazu. Und damit drücke ich auf Abbrechen. Und wir laufen jetzt dahin, wo wir schon die ganze Zeit hin wollten. Mit einem kleinen Shortcut. Weil ich hier ein schon etwas benutztes sehe. Ist da unten irgendwas anderes? Nein? Okay, dann lass gehen. Die Musik hat aufgehört. Das bedeutet was. Und jetzt machen wir nochmal eine Ehrenrunde. In Hoffnung des Kupo Kupo. Der hatte doch einen Namen. Außer Moogle. Oder Mogre. Was findet? Wo ist eigentlich das Chocobo? Ist es... Ah, da hinten ist es. Wir hätten es fast vergessen. So. Killerfehler auf der Map. Und so. Yeah. Ja, hört. Ja. Warum sind da zwei Symbole? Egal. Hä? Geht nicht? Warum nicht? Ich glaube, das Chocobo brauchen wir später jetzt nicht. Oder sollen wir... Ja komm, bevor wir was vergessen... Machen wir mal damit eine Ehrenrunde. Vielleicht findet es was. Das Chocobo. Nicht er, sie, sondern es. Mann, ist das funny. Ich fühle mich so, als würde ich fast selbst drauf reiten. Aber dann wäre es nicht so gechillt. Ist bestimmt funny, sowas so. Leider haben wir hier keine Chocobos. Kann der von selbst jumpen? Nein. Alter, der war ja fast gepresst. Chocobo. Okay, reicht. Ich sollte das echt nicht nachmachen. Ja, ja, ich gebe an und so. Ah, now I get it. Wartet mal. Kommt ein Monster eigentlich. Wir gehen jetzt mal zu dem Place, wo ich gedacht habe, dass ein Artifact auftreten könnte, aber dann müssen wir so weit zurück. Egal, wir machen es jetzt einfach. Ah, sogar die Stand-Art-Musik ist geblieben. Der kann flyen. So. Yo, no problem, dog. Wo ist dieses Ding? Ja. A Chocobo. Ne, wir sind schon zu weit. Alter, das sieht echt krass aus. Cocoon und so. Nichts. Wo ist diese Plattform da? Bringt das was mit dem zu leihen? If you're heading to the gate, take Godot said you... Ja, da waren wir schon. Okay. Hier scheint nichts aufzutauchen. No, what the fuck are you doing? Lass einfach wieder dahin gehen, wo wir hin sollten. Shortcut wise. Ich wollte fliegen damit. Gut. Absteigen. Und los geht's. Are you sure you're ready? You know, once we go through, there might be no coming back. Ich bin bereit. Wir haben jetzt alles gemacht. Yes, I'm ready to go. It's not a dream or a lie.
sister is alive out there. I'm sorry I doubted you. Of all people, I should know how bad it can make you feel when no one believes what you say. Snow put all his trust in me. Now it's my turn to do the same for you. I've made up my mind. You and I. We go together. I won't let you down. We'll find Valhalla, I promise. So, you're not gonna say goodbye? There's no need. We already have, sort of. Be quiet. Lightning's knife. It's been sharpened and cleaned. Well, you did hey, that. Hey, shut up! Look, my pendant has a brand new chain. Mm. Shh. I'm okay. And Snow was purring like a kitten. Someone gave him a good brushing. Quiet. Hey. Why don't you guys go fess up? What? Go on. You too. Hey, Sarah. I figured no way you're leaving the pendant behind. So I made a chain, you know, so you wouldn't lose it. If Lightning is alive out there, wouldn't want her getting mad over a poorly maintained weapon, you know her. If you leave, someone's got to pick up the slack looking after Snow. So I volunteered myself. Thanks, guys. It's time for me to go. I don't know what's waiting out there, in the future, between worlds. But I want to see Lightning so much. If there's any chance at all, I want to take it. You can go. But you have to come back in one piece. Promise? I promise. If I believe, maybe a miracle will happen. The future won't change until you make the first step. You know what you're doing, right? Well, I can't say that I do. This is the first time I've opened a gate myself. Guess we'll just have to find out. Hey, what about Sarah? I'll protect her. I promise you. I vow never to let her come to harm. Godot. But trust me. For Sarah's sake. I guess this is it. Guess so. Looks like the future starts now. I'll be back! Sarah, you set out on your journey for my sake. You believed in a promise. You believed in a future you could not see. I will keep fighting here, at the end of the world. I know you will come. I believe in you. Sarah. It's the Historia Crux. The crossroads of the time continuum. So this is how you were able to travel backwards from the future? Right. Just floated through this nowhere space. And now it's your turn. So... Genau. Ich gebe euch kurz Zeit, um das durchzulesen. Sollte passen.
Das sagt mir eigentlich nur, wie ich was zu wählen habe. Ah, das sind die DLCs. Ja, ich kann auch abbrechen. Genau. So, und das hier, somit fängt das Spiel eigentlich an. Das hier ist eigentlich, wie das Spiel aufgebaut ist. Wir waren hier. Oder bin ich da richtig? Ja, wir waren hier. Hier seht ihr auch, wie viele Fragmente wir haben. Das bedeutet, eins fehlt uns noch. Aber das können wir erst später kriegen. Das heißt nicht, dass wir direkt alle auf einmal bekommen. Ich kann auch offline die anderen Fragmente sammeln, weil es gibt genug Tutorials und weiteres. Und dann, wenn wirklich Story kommt oder ein Zeitabschnitt, der wichtig ist, dann nehme ich den dazu auf. Und da unten seht ihr diese drei Dinger. Das heißt, es gibt drei verschiedene Zeitportale. Dieses Ding, in das wir gerade sind, um wegzureisen. Hier, eins ist aktiviert. Hier gibt es drei verschiedene. Warum? Weil es drei verschiedene Richtungen gibt. Nach oben, wie ihr da oben sehen könnt, nach unten und geradeaus. Und unser Ziel ist ganz rechts. Offensichtlich. So, das hier ist ein DLC. Das hier ist ein DLC. Und da oben seht ihr ja noch, da kommen wir wahrscheinlich erst hin, wenn wir alles durchgespielt haben. Ist aber auch ein DLC. So, unser Weg nach dem Speichern. Jetzt wird's technisch. So, ich kann hier für euch nochmal die Ansicht wechseln, weil hier die Zeitportale in den verschiedenen, ja, also Zeitabständen, die Level in den verschiedenen Zeitabständen, aber ich hab's gerne so übersichtlicher. Und wir haben jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich eine andere Wahl, als nach vorne zu gehen. Und das machen wir jetzt auch, ich zeige euch hier im Menü. Nichts Besonderes, so. Ich könnte jetzt nochmal Crystarium gucken für Sarah, weil sie 500 Points hat. Nein, bringt nichts. Okay. Also, lasst uns in diese Zeit reisen. Rejecting the easy path, humanity has chosen to build a society based on human technology, rather than relying on the Falsi. A provisional government has replaced the Sanctum, and a scientific organization, calling itself the Academy, searches ruins for ancient technological secrets. One such site is on the shores of Lake Brescia, where a giant war weapon has been unearthed. Die Übersetzung ist auf jeden Fall zu langsam im Automatikmodus. Und ich glaube, das ist sogar mein Hass-Level, also von denen, was allen, was es gibt, was mir am wenigsten gefällt. Und das wird dieser Standard-Reisescreen hier sein. Daran müsst ihr euch gewöhnen. Hm. Pretty cool, huh? Gleichzeitig mit dem Laden verbunden, also. Sieht so nach 2D aus, aber wenn man dann die Ansicht wechselt, sieht man das 3D. When reaching for the future, we sometimes fall into the past, as we gaze upon events that cannot be changed. Our hearts grow bitter with regret. And you, my dear Sarah, will you encounter your past here? How will you choose to deal with that pain? Sure? Yeah, check it out. You can see the ground above us. Oh, wow.
So this is how Cocoon looks from the inside. That's right, I forgot. This is your first time here. Yep. Well, sorry, Mrs. Sexy. Und hier fängt eigentlich auch die Demo an vom Game. Und wir können nichts machen, nur angreifen. Das ist Exodia oder so. Also kein jämmerlicher Monster. What the? Dieses Monster wird Attacken aus der Little Blutschaden hervorrufen. Wir können das nicht zurückbekommen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hätten mehr trainieren sollen. Das klingt sowas von nach Crash 40. Das ist einfach nur krass. Okay. Left. Sorry, you super thing. Ich sollte mal weiter auf Verheerer machen. Geht vielleicht schneller. What the fuck? Okay. Wie kann er etwas schlagen, das er nicht sieht? Ah, der ist im Dinger. Jetzt schnell auf Breaker. Alter. Seht ihr den Schaden, den er bekommt? Kranker Shit. Ja, was los, Noel? Hau drauf. Sehr schön. Okay. Süßer Schaden, doof. Das klingt so krank nach Crash 40. Five stars! Traders.
Ja, genau. Wir helfen denen. Und dann werden wir so behandelt. Läuft beide ineinander. Ja, Hauptsache, wir haben euch geholfen. Being treated like criminals, but it's just a misunderstanding. Eben. Stick to the truth and we'll be okay. And smile. Yeah. Smiling usually helps. Nee, nachher kommt einer. Why are you smiling? Oder why I eine Cyberdrohne. Tür ist verschlossen. Wir können nicht abhauen. Damn it. Gibt kein extra. I don't know. What's up? Etwas in dieser Welt ist anders. Mal sehen, welche Vermutungen du anstellt. Was war das für eine riesige Hand? Was war das für ein Paradox? Was eigentlich. Warum sind wir gelandet? Hm. So, why'd we end up here? I bet the gates open into all sorts of places. Getting to Valhalla is not gonna be easy. Noch mehr Fragen? Yeah. Okay, doch nicht. We're going straight to Academy HQ. They'll drag the truth out of you. Yo. Wir wurden von Soldaten der sogenannten Akademie inhaftiert. Die Wache besitzt sicherlich wertvolle Informationen. Was ist die Akademie visuell festgehalten? Ich hab Hunger, was ist hier überhaupt los? Why'd you lock us in here? You're under suspicion of interfering with Academy business. What? Was für Geschwätz? You two came up on the grand elevator? Huh? The grand what? Sarah, what are you talking about? He could be talking about the elevator that's supposed to connect Cocoon and Pulse, but it's still being built. Hmm. It's going to be finished next year. You're confused, though. It was done last year. What? Last year. Der Bau befindet sich in Level und wird bereits im Betrieb. Sind Widersprüche. Kriegen nicht mehr Erinnerung. Das ist eine andere Welt. Wie kann so etwas sein? Ist das hier die Zukunft? Did we move forward in time? I'd say 2 years have passed, had a guess. Since what was scheduled for next year has already been built last year. Sarah, is that you? Hey. Watch yourself. Thanks. Oh, Sarah! It is you! You know them? Uh-huh. Mm-hmm. Alyssa Seidel. I'm an Academy intern. I heard you apprehended our two I hope we can forget about this little mix-up. Strange world, stranger events, unfamiliar faces, an uncertain future. They speak of anomalies, of a strange energy that warps time itself. Things that shouldn't exist here are appearing near the gates. Things that shouldn't happen are happening. They call this phenomenon the paradox effect. And if you think about it, that term could apply to our existence in this age as well. Lightning. How will I find you when I don't even know when or where I'll end up next? Rain. Oh. I'll supply you both with comm devices. Right this way, please. Thank you for your help. I was just wondering, have we met before? Oh, no. Sorry about all that observer nonsense back there. Lucky for us, that soldier was so quick to believe me. Ihre Frau namens Alyssa befreite unsere Liz. Woher kennst du Sarah? Was machst du? Was findest du liegen als. You're a friend of Sarah's? I told you that was a cover. I'm just a trainee looking to make it big. Was zur Hölle? Okay. Right this way, please.
Jetzt müssen wir die verfolgen. Ich also, als wir jetzt diesen Regen und so alles zum ersten Mal gesehen haben, ich habe mich richtig im Game gefühlt. So richtig in Game. Verstanden? So richtig fettes Feeling und diese Tropfen auf dem Screen. Als ob es bei mir daheim regnen würde, so. You'll need an ID to travel any further into the ruins. Here, take this communicator and keep it with you at all times. So I'm curious. Yeah? Just why are you helping us anyway? I saw you two. I saw how you got here through that thing. What? You mean through the gate? Yes, it is a kind of gate. It links to another world, doesn't it? Nice to finally have some clue what these things are for. So basically, helping us out was almost like part of your research. But you still have questions. I do have questions, yes. About the gate, and about the paradox. Yeah. But with Atlas throwing his weight around, the ruins will be closed off, and there goes the chance to get your answers. No, Kopopo. No problem. Huh? We'll take care of that giant for you. You will? Great! Eine Frage wurde immer noch nicht beantwortet. Ja, jetzt können wir den Anführer wechseln. Genau, jetzt verschwinden die Artefakte für die Zeitportale. Eine Frage wurde dennoch immer noch nicht beantwortet. Und zwar, von wo kennt sie ihren Namen? Ich meine, sie jetzt hören können. Das ist von einer anderen Zeit. Das können wir jetzt noch nicht öffnen. Hello! 5 years ago, the Sanctum ordered the purge and drove people out of their homes. A lot of them escaped and fled. They hid in these ruins, hoping to survive. Hm. Your ID checks out. Be careful in there. So. Why did you offer to stop the giant? Because we can't let Atlas shut this place down. We need to search the ruins. There might be other gates we can use. Like the gate to Valhalla? Exactly. And how can I take you to Lightning without those handy-dandy portals? Right. We'll do it your way. Zwei Heiltränke. Wartet mal. Hätte ich mich... Ja komm, ich gehe jetzt nochmal runter und guck mich da nochmal um. Wie, keine Änderung? Doch, die Musik ändert sich doch. I appreciate your help. I apologize for my colleague. He's not a friendly one. Ne, not a friendly one. Sehr nett ausgedrückt. This city is several centuries old. Yet based on our studies so far, Atlas is quite obviously from an entirely different time. So, the gate doesn't have anything to do with the ruins either. The gate? Oh, you're referring to those glowing objects we discovered. Perhaps Atlas was sent here through one of them. Zuerst mal zu dieser Cyberblixe. Schwarzgurt. So, hier. Ein Charakter, den werdet ihr viel öfter sehen, viel öfter als euch lieb ist. Und eigentlich ist es ein Charakter, den ihr direkt am Anfang vom 13.1er kennengelernt habt. Chocobocalina! Welcome, get your traveling products here at Chocolina's Emporium. The beauty's all mine, but the products can be yours, but only if you show me the money. This might be a once-in-a-lifetime choco-mazing opportunity, so don't miss out. I've never seen anyone like you before. Who are you? And what do you have for sale? I thought you'd never ask. Ja, sie ist einfach simpel eine Händlerin, die eigentlich auch durch das, was sie labert, rüberkommen könnte wie eine Choco-Nutte. Klang ein bisschen hart, aber hier, bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Verstanden? Ja. Gut.
So, Heiltränke haben wir. Phoenixfedern zu teuer. Brauchen wir alles nicht. Waffen. Nulgil? Achso, das sind die DLCs. Natürlich. 13, 16. Natürlich. So, 13, 16. 18, 12, die sind auf jeden Fall besser. Accessoires. So. TP um 10. Physische 15. Morbid. Okay, hier auch nichts Wichtiges. Raritäten. Gizzard Crowd. Nehmen wir 3 mit. So, und jetzt rüsten wir erstmal aus. Have a fantabulous day. Danke dir. Sokobo Girl. So. Ausrüstung. Und Halsklinge. So. Schwarzgurt. Reise. Kann ich nicht noch einen Kraftreif nehmen? Nee, dafür muss. Anlegen. So. Sieht doch viel krasser aus. Ja, das lassen wir so. Ah, damn, es ist schon wieder Zeit. Scheiße. Aber ich höre doch irgendwo noch eine Saubertruppe. Okay. Hint. Da hinten. Alles klar. Gut. Dann speichern wir hier mal. Oh. Ja, genau. Dann speichern wir hier mal ab. Und das wär's für den Part. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Fun gemacht. Es hat euch genauso gecatcht wie mich. Und wie immer, wir sehen uns im nächsten Part. Hoffe, ihr seid dabei. The Blue Gangster is out. Peace, YouTube World.